Und damit hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chris, das ist Chris Play und wir kommen zu einem kleinen Infovideo rund um den Community Server, denn wer in den letzten Tagen draufgespielt hat, hat es schon in der Servermeldung gesehen. Der Server wird bzw. wurde heute neu gewiped und wird heute neu starten zwischen 14 und 16 Uhr mit neuen Regeln, mit 1-2 neuen Mods und ja, das Mittelalter-Thema bleibt. Aber kurz zu dem Wipe und zu der Regeländerung, es ging einfach darum, dass im Mittelalter gibt es ja nur Steinstrukturen, wir haben den Raketenwerfer ausgemacht, also gab es nur Granaten, um eine Base zu raiden. Das bedeutet wiederum, dass ja, man ewig braucht mit Granaten und ja, wenn da jemand wieder 50 Tore hinsetzt, dann kommt man da ewig nicht durch und so entstehen dann OP-Basen. Noch dazu wurden immer nur die kleinen Traps geraidet. Das wollen wir einfach jetzt umgehen, deswegen ein paar neue Regeln, ein paar neue Mods und ja, wir kommen gleich dazu nochmal an die Leute, die immer rummaulen und total unzufrieden wegen dem Wipe sind. Das sind natürlich meistens die mit den OP-Basen. Seid einfach froh, dass ihr den Server habt und hört auf rumzumaulen, ansonsten könnt ihr gerne gehen. Muss ich einfach so sagen, weil ja, wir stellen euch den Server, setzen uns hier einen halben Tag hin und stellen ihn ein und ihr mault halt nur rum. Habe ich keinen Bock drauf. So viel dazu. Genau, zu den neuen Sachen. Wir gehen mal oben wieder auf meiner Website auf Community Server. Da könnt ihr jederzeit euch die Regeln angucken. Auch die Server, sag mal hier, den Serverstatus könnt ihr euch angucken. Und wir gucken mal. Also, neue Änderungen. Und zwar, der startet heute zwischen 14 und 16 Uhr nach einem Wipe neu. Und ist natürlich Root-Server, 100 Slots, Center, das ist alles das gleiche. Ich gehe mal nur auf die Änderung ein. Wer die Änderung, wer den ganzen Server-Einstellungen nochmal sehen will, lest es euch einfach bitte durch. Ist nicht so viel. Motto bleibt Mittelalter, 10 Spieler pro Tribe. Jetzt kommen wir zu den neuen Sachen. Und zwar 2 Tage Raid-Schutz für geradete Tribes. Sie regeln. Darauf kommen wir dann nochmal ein. Den Global Chat habe ich deaktiviert, weil einige von euch meinen, ja, sie kriegen dicke Eier in dem Chat und darauf habe ich keinen Bock. Also lassen wir den Chat jetzt einfach mal aus. Dann, wenn ihr was zu klären habt, macht's im TS, denn verbal ist das doch nochmal was anderes, als wenn ihr immer nur schreibt. Und genau, so viel dazu. Cheaten bleibt, wie gesagt, sichtbar. Ja, zu den Regeln. Und zwar, nochmal als wichtigen Punkt, da viele denken, dass unter anderem Sabrina oder Viper oder wer auch alles Admin ist, nichts zu sagen haben. Das ist nicht so. Die halten jederzeit Rücksprache mit mir per WhatsApp und so weiter und fragen mich, wie ich entscheiden würde oder wie sie auch entscheiden sollen. Und die haben genauso viel Recht wie ich, also wenn die was sagen, dann hört auf die Admins. Wenn ihr nicht auf die Admins hört, dann werdet ihr ab sofort gebannt. Wenn ihr noch die Admins beleidigt, erst recht. Und wir wollen einfach einen coolen Server haben und wir brauchen keine, die die ganze Zeit nur stunk machen, beleidigen, respektlos sind, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will eine coole Community, ich will, dass ihr alle Spaß habt, dass man nach einem Raid sich auch mal zusammensetzen kann und drüber lachen kann. So wie das halt die meisten Tribes ja auch schon machen, aber es gibt immer wieder welche, die aus der Reihe tanzen und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich will eine Community, die ein bisschen was im Kopf hat, die, ja, erwachsen ist und wenn ihr euch da belöffelt und Hurensohn zueinander sagt, so, da habe ich einfach keinen Bock drauf. So, wisst ihr Bescheid. Admins haben auf jeden Fall genauso viel zu melden wie ich, sonst wären sie nicht Admins. Und ich kann auch nicht immer 24 Stunden auf dem Server sein, also vertreten die mich. Also hört auf die Admins, Punkt. So. Admins helfen ab sofort, da es ja kein Global Chat mehr gibt, über den Brauche-Hilfe-Channel im Community-Bereich. Der dürfte gut einsichtbar sein, den dürftet ihr gleich finden. Einfach dort rein switchen, die werden gucken, werden euch da nicht so lange warten lassen, aber klar, wenn die auch was zu tun haben, dann müsst ihr halt da mal 10, 20 Minuten warten. Aber sie werden auf jeden Fall zu euch kommen und fragen, was los ist. So, soviel dazu. Also ab sofort, Admins helfen, aber auch nicht bei Bugs und so weiter. Ihr wisst Bescheid, nur wenn ihr wirklich wichtige Sachen habt oder Fragen habt. So, keine Spawn-Kills ist normal, Bauen in Höhlen nicht erlaubt, Basen müssen zu Fuß erreichbar sein. Es gibt einen Spot, der wirklich OP ist, der nur einen Aufgang hat. Da wird eh nicht zu bauen sein, dort setze ich Foundation mit einem ja, unbekannten Tribe hin, mit einem Schild hier nicht bauen und dann ja, wisst ihr Bescheid, dass ihr dort nicht zu bauen habt. Denn der ist wirklich OP, der Spot, und er ja, nimmt auch sehr viele Ressourcen ein, sagen wir es mal so. Dann kommen wir zu einer neuen Regel. Jeder Tribe darf nur Strukturen in der eigenen Base bauen. Zummeln des Servers verboten. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr am Anfang euch levelt mit Foundations, reißt die bitte wieder ab, wenn ihr dort abhaut. Reißt einfach die Foundations ab und dann ist gut. Baut nicht irgendwo sinnlose Zähmtürme. Wenn ihr Zähmtürme baut, dann reißt die danach wieder ab, wenn ihr da abhaut. Denn jedes Mal müllt ihr den Server voll und meckert dann mich noch an oder die Admins an, dass der Server halt nach ein paar Tagen schlechter läuft. Dann müllt halt nicht den Server zu. Bei dem ersten Community-Server-Versuch jetzt bin ich halt über die Map gelaufen und überall standen Foundations, da war keine Base in der Nähe. Also bitte müllt den Server nicht zu, baut nur in eurer eigenen Base oder vielleicht noch ein bisschen ringsherum. Aber haut nicht überall Foundations sinnlos hin, nur dass da keiner bauen kann. Das ist für den Arsch, hört bitte auf damit. Also, nur in der Base bauen, ansonsten wird es zerstört und wenn ihr Pech habt, zerstören wir einfach die Tribe-Struktur, dann ist eure Base auch weg. Also reißt euch ein bisschen zusammen und müllt den Server nicht so zu. Das ist für euch zum Guten und für uns auch. So, jetzt zur wichtigsten Regeländerung, deswegen ist sie auch fett.
Zwei Tage Raid-Schutz für geradete Tribes. Bedeutet, geradete Tribes haben 2 Tage Schutz, um sich wieder neu aufzubauen. Dazu ist es den Admins im TS einfach mitzuteilen, wann sie geradet wurden. Im TS gibt es jetzt einen Ordner, Geradet Tribes heißt der, mit fetten großen Buchstaben, dass ihr es nicht übersehen könnt. Wenn ihr dort raufklickt, seht ihr rechts in der Beschreibung, welche Tribes geradet wurden und ab wann sie wieder angegriffen werden dürfen. Da schreiben wir auch idiotensicher hin. Also bevor ihr einen Tribe raidet, guckt einfach mal kurz ins TS und dann wisst ihr auch, wann er wieder geradet werden darf. Das hat einfach demzufolge, zum Beispiel jetzt mal als Beispiel, Grüße an die Rengar Boys, die haben auch mitgespielt und die wurden am Tag einfach 3-mal geradet, die wurden komplett klein gehalten und sowas ist einfach für den Arsch, da habe ich keinen Bock drauf, wenn die großen Tribes die klein halten, da habe ich, nö, will ich nicht. Und wenn das wieder vorkommen sollte, dann werde ich mir auch eine Bestrafung für die großen Tribes ausdenken, weil wenn man immer nur auf kleine geht, das ist mehr als feige, so viel dazu. Wie gesagt, das wird im TS vermerkt, ihr könnt gucken, noch dazu können, ich schreibe extra hin, können die Tribes 4 weiße Flaggen um ihre Base bauen, wenn die von dem Raid-Schutz nicht Gebrauch nehmen wollen und denken so, nö, ich brauche keinen Raid-Schutz, ich mache das so, dann stellt halt keine Flaggen hin und meldet es nicht im TS, aber für die, die davon Gebrauch machen wollen, baut einfach schnell 4 Flaggen, die sind ja, die brauchen ja Ressourcen, ein bisschen Thatch und keine Ahnung, baut einfach 4 Flaggen ringsherum um eure Base, dann sieht der Angreifer das sofort und weiß Bescheid. Natürlich müssen diese auch wieder abgerissen werden, wenn der Zeitraum des Raid-Schutzes vorbei ist. Ich denke, 2 Tage ist bei den Einstellungen echt machbar, seine Base wieder aufzubauen. Also von daher, ja, denke ich, ist das eine gute Lösung. Open PvP außerhalb der Base ist dennoch erlaubt. Also wenn ihr dort irgendwo rumrennt und Tiere zähmt oder so, dürft ihr angegriffen werden, aber es darf nicht vor eurer Base gelungert werden und euch gecampt werden, sobald ihr die Base verlasst, weil ihr farmen wollt, dass ihr dann weggeratzt wird, werdet. Da habe ich auch keinen Bock drauf, also ja, ein bisschen mit Verstand und ein bisschen fair spielen auf dem Server wäre schon angebracht, danke. So, wie gesagt, Abfarm kleinerer Tribes ist verboten und legt euch mit euresgleichen an. Ja, sagt glaube ich alles. Zu den Serveränderungen, wir haben noch 1-2 Sachen geändert und zwar Sabertooths und Wölfe sind wieder zähmbar, weil wir die Iron Age Mod rausgenommen haben. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Tribe-Strukturen-Limit ist auf 1222 und in Klammern habe ich extra geschrieben, baut gut überlegt. Denn 1222 Strukturen sind nicht so viel. Ihr könnt nicht wieder 50 Tore hinstellen, sondern ihr müsst eine gut überlegte Base bauen. Wenn ihr dann merkt, oh, wir sind an unserem Tribe, an unserem Strukturlimit, dann entweder ihr reißt was anderes ab und baut dafür was anderes oder ihr müsst halt umdenken. Also, ja, überlegt euch, wie ihr eure Base baut. Nichts mehr mit 50 Toren den Aufgang hoch, sondern überlegt genau, was ihr baut. Wir testen das jetzt mal mit 1222. Sollte das wirklich zu wenig sein und wir merken, ja, man kriegt nicht so eine krasse Base hin, dass man sich auch gut verteidigen kann, dann werden wir das vielleicht noch hochstellen, aber für den Anfang bleiben es erstmal 1222. So, dann haben wir noch die XP verändert. Die sind jetzt auf 8 anstatt auf 5, denn es hat wirklich ein bisschen länger gedauert, bis man da hochgelevelt ist. Ja, so viel dazu. Was haben wir noch geändert? Und zwar haben wir die Mods geändert. Es gibt jetzt den Offline Raid Protection Schutz. Die Mod haben wir mit draufgenommen. Die 2, die wird nämlich immer wieder aktualisiert, die andere ja nicht mehr. Deswegen, ja, der Arc Raid Schutz war, also Offline Schutz war nicht so zuverlässig. Bei der läuft es eindeutig besser. Wir können die selber einstellen. Und ja, deswegen haben wir die mit draufgenommen. Die Medieval Taverne, wisst ihr, die kennt ihr noch. Die Simple Food, wisst ihr noch. Dann haben wir eine neue Stack-Mod draufgenommen. Die ist auf jeden Fall besser als die alte. Die Wooden Pillar habe ich gelassen, weil sie cool aussehen. Die Medieval-Strukturen sind die Häuser, die lassen wir auch. Dann haben wir das Spyglass auf Wunsch von mehreren reingenommen. Einfach, weil ihr dann mehr seht. Ja, also meine, für mich jetzt nicht sein müssen, aber ihr wollt ja bis wieder mehr sehen, bis auf den kleinsten Pixel ranzoomen. Deswegen haben wir die mit reingenommen. Die Feuerpfeile finde ich ganz cool. Die sind was fürs Auge, aber irritieren auch den Gegner. Wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte dies auf jeden Fall mal tun. Dann haben wir, Kibbles für No-Flyer-Server. Und zwar, wir haben hier die Flugdinos aus und kriegen deswegen ja nicht so viel Server. Ach Quatsch, so viel Flugdino-Eier. Deswegen könnt ihr diese jetzt ab sofort craften. Lest einfach mal die Beschreibung der Mod. Dann haben wir noch Taming. Die Taming-Paste mit reingenommen. Einfach, damit ihr die Dinos schneller tämen könnt. Gerade für die Leute, die geradet wurden, haben dann die Chance, sich wieder schneller Dinos zu besorgen. Und der André, den ihr vielleicht auch von Beam kennt, macht uns noch eine, hatte das eh vor. Ich habe ihn jetzt nochmal angeschrieben und gefragt. Dafür, da passt das ganz gut, dass sich die Sachen überdoppeln. Ich habe ihn angefragt, er hatte das eh vor, von daher passt das. Er baut nochmal die Badass War Machines Light-Version. Das bedeutet, wir haben Katapulte und Kanonen, die an
Stein so viel Schaden machen, dass man gut raiden kann, aber auch nicht zu viel Schaden machen. Also es wird eine gute Balance sein. Er hat mir da schon Vorschläge geschickt. Ich denke, das ist ganz cool. Und so hat man dann auch Möglichkeiten zu raiden. Allerdings sitzt er jetzt noch ein paar Tage daran. Das bedeutet, wir führen die Mod nachträglich ein. Also baut jetzt erstmal in Ruhe eure Base. Und wenn ihr raiden wollt unbedingt, dann raidet halt mit Granaten. Aber die Katapulte und Kanonen kommen auf jeden Fall nächste Woche noch rein. Und genau, die Steam Collection habe ich geupdatet. Wir können ja mal kurz reingucken. Bam, da habt ihr nochmal alle, wer die Mods braucht, einfach einloggen und hier auf das Plus klicken und dann könnt ihr auch auf den Server joinen. Center Map bleibt genauso. Und ja, so viel dazu. TS-Admins, wie gesagt, Global Chat gibt es nicht mehr, also gibt es nicht wirklich Admins. Deswegen, ja, TS-Admins, ich, Daggerbugs, Sabrina, Frank und Viper bis jetzt. Wir müssen mal gucken, ob wir noch ein, zwei dazu nehmen, falls mal jemand nicht da ist. Aber ja, so viel dazu. Jetzt habt ihr erstmal die Einstellung vom Server, die Änderungen und ja, dann wünsche ich euch nachher viel Spaß. Zwischen 14 und 16 Uhr startet der Server. Würde mich freuen, wenn ihr drauf geht, euch Tribe sucht, wenn ihr Einzelspieler seid und euch ein bisschen an die Regeln haltet, respektvoll miteinander umgeht. Das ist mir sehr wichtig. Ihr wisst, ich hasse dieses Rumgeflame, Rumgefluche. Und wir werden ab sofort, gibt es diese Bestrafung, es gibt eine gelbe Karte. Grund, Doppelpunkt, dann kriegt ihr den Grund mitgeteilt. Und wenn ihr nochmal euch irgendwas zu Schulden kommen lasst, dann müssen wir euch einfach bannen. Ich habe einfach keine Lust, dass Leute denken, hier mit ihren, sorry, wenn ich das so sage, aber mit ihren 13, 14 Jahren, uns hier, die älter schon sind, auf der Nase rumtanzen zu müssen. Sorry, Leute, das läuft so nicht. Es ist mein Server, beziehungsweise Gabak sein Server. Und wenn ihr denkt, ihr müsst euch nicht benehmen, ihr könnt große Klappe haben und müsst uns nicht respektieren, dann seid ihr falsch hier. Und deswegen greifen wir da jetzt hart durch. Ihr werdet gebannt und dann hat sich die Sache. Dann haben wir keinen Stress mehr, dann könnt ihr woanders fluchen, sucht euch einen anderen Server und dann ist gut. Weil ich habe einfach die Faxen dicke, mich jedes Mal hier um irgendwelche Halbstarken zu kümmern. Das läuft so nicht. Seid froh, dass ihr einen Server habt. Seid froh, dass er gut gewartet wird. Seid froh, dass die Admins hier relativ oft, beziehungsweise fast 24/7 für euch da sind. Also ja, respektiert es einfach und viel Spaß dann auf dem Server. Ich werde mich darauf auch sehen lassen. Werd den einen oder anderen von euch vielleicht auch raiden kommen. Wir gucken mal. Wie gesagt, mache ich so Special-Folgen. Ihr kennt das ja, zwei Folgen sind schon raus. Also von daher, habt viel Spaß auf dem Com-Server. Wir starten jetzt nochmal neu. Sollte es nochmal so Vibe-Ideen geben oder sowas, dann wird ab sofort auch abgestimmt. Das erfahrt ihr dann aber immer über die Servermeldung. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Solltet ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben, haut's in die Kommentare. Ansonsten, ja, sehen wir uns nachher auf dem Com-Server. Bis dahin, macht's gut, euer Chris. Schicken Sonntag noch. Ciao.